hao. Ni hao. Eine Zusammenarbeit in wirtschaftlichen, kulturellen, wissenschaftlichen, touristischen und bildungspolitischen Fragen über Grenzen und Sprachbarrieren hinweg. Das sind die gemeinsamen Ziele der Kooperation zwischen der Stadt Weiz und dem Stadtdistrikt Dongdou, einem Stadtteil der Millionenstadt Wenzhou im Südosten Chinas. Im vergangenen Jahr reiste eine Delegation aus Weiz nach China. Diesmal begrüßte man eine chinesische Delegation in der Oststeiermark. Wir sind wir haben eine Freundschaftsbeziehung. Es geht einfach darum, dass wir Know-how, Wissen und Lösungsansätze miteinander austauschen. Von China in erster Linie technische Lösungen und bei uns im Bereich Klima, Umwelt und wie wir mit Mobilität umgehen. Die Delegation, angeführt von Bürgermeisterin Lin Xia, wurde im Rathaus Weiz standesgemäß mit steirischen Klängen empfangen. Nach der Begrüßung von Bürgermeister Erwin Eckenreich fand ein reger Informationsaustausch zu Energiethemen, aber auch zum Thema Bildung statt. Wir freuen uns über diesen Gegenbesuch. Wir waren ja voriges Jahr in Wenzhou in China und da hat es interessante Anknüpfungspunkte gegeben. Wie die Frau Bürgermeister heute schon angesprochen hat, ist großes Interesse an einer Weiterqualifikation von Fachkräften, von Technikern, von Ingenieuren, auch im Bereich Energie, Energieeffizienz und Umwelttechnik. Das sind Schwerpunkte in China. Und hier haben wir als Studienzentrum viele Programme entwickelt, die wir nun versuchen, gemeinsam in China und in Österreich zu realisieren. Im Anschluss folgte ein Spaziergang durch die Innenstadt in Richtung Gemini-Haus. Das Plus-Energiehaus im Fun Energy Park dreht sich für die Nutzung der Sonnenenergie mit der Sonne und erzeugt mehr Energie, als es verbraucht. Der Spaziergang durch Weiz endete am Innovationszentrum, wo ein weiterer Informationsaustausch stattfand, sowie interessante Gespräche über zukünftige gemeinsame Aktivitäten geführt wurden. Wir haben hier eine Möglichkeit, dass wir im Bereich Energie, aber auch im Bereich Smart City, das ist ein ganz ein wichtiges Thema, Dongdu, die Partnerstadt, die hier in Weiz anwesend ist, möchte in Richtung Smart Island gehen. Also ihr Insel, ihr dieses Gebiet in Richtung Digitalisierung, in Richtung Innovation voranzubringen. Wir arbeiten selbst auch im Bereich Smart City. Das heißt, wir haben ein gemeinsames Thema und dieses gemeinsame Thema über die Grenzen hinweg, sogar über Kontinente hinweg, entsprechend auszutauschen, Möglichkeiten, das Miteinander zu finden, Technologien vielleicht zu finden, aber auch Menschen zusammenzubringen. Ich glaube, diese Delegation aus China werde immer mehr diese Fokussierung auf die Steiermark zu legen, weil bei uns in der Steiermark gibt es sehr, sehr viele Sachen, die heute China dringend braucht, beispielsweise Energie. Und daher sind die Delegation heutzutage auch extra von China über Graz und nach Weiz gekommen. Und ich bin davon überzeugt, dass die chinesische Delegation diese oder überhaupt die chinesische Seite, die brauchen sehr viele Lösungen, alle was grüne Energie anbelangt, Umweltschutz anbelangt, Recycling-Technologie. Also dieser Bereich, was heute zutage China sehr, sehr viel brauchen. Und da haben wir in der Steiermark, vor allem in der Stadt Weiz und im Bezirk Weiz, in diesem Bereich eine starke Lösung, dass die weltweit gefragt werden. Dieser Austausch ist ganz im Sinne des Innovationszentrums Weiz, einem Ort für innovative Projekte und Ideen. Wir sind sehr motiviert. Wir haben jetzt vor kurzem erst ein neues Förderprojekt eingereicht bei der FFG. Und im nächsten Jahr, genau heute in einem Jahr, am 25. Oktober, feiern wir unser 20-jähriges Bestehen. Und da werden wir eine große Veranstaltung hier im Innovationszentrum Weiz in der Region und für die Region organisieren. Und da erhoffen wir uns wieder weitere Inputs und neue Motivation für die Zukunft. Smart City Weiz meets Smart Island Dongdou. Eine Zusammenarbeit, von der in Zukunft beide profitieren sollen.